Warum sollten wir tauschen? Er ist schon mit verkrüppelten Beinen zur Welt gekommen. Da war nicht genug Platz für uns beide im Leib unserer Mutter, dieser schwächlichen Tochter des Liebreizes. Das machte ihn zu meinem kleinen, verwachsenen Zwilling. Er hat die Gelegenheit genutzt, ist jetzt mehr als nur der Krüppel, der unter dem Schutz seiner Schwester steht. Vielleicht will er es nicht anders. Was sollte er hier an meiner Stelle als Kapitän mit seinen verwachsenen Beinen? Doch, wie ich schon sagte, es ist ja nicht einfach ein Schiff. Wohin muss man doch laufen auf einer Dämonenarche? Muss man Segel setzen, am Steuerrad stehen, muss man das Deck schrubben, Taue spannen? Man könnte genauso gut mit verkrüppelten Beinen auf dem Arsch sitzen. Das könnte sogar er besser als ich. Ich trete gegen diesen verdammten Baum, gegen diese verdammte Hochzeit des ungnädigen Verdrehers der Elemente und seiner nachtblauen Braut. Ich wünschte, du würdest endlich rauskommen. Warum tun wir ja? Höre ich ihn in meinem Kopf. Aber wie stets könnte es auch nur Einbildung sein. Sein verformtes, hölzernes Gesicht spricht schon lange nicht mehr. Damit kann ich umgehen, damit wir uns davon machen können. Und ohne mich willst du nicht gehen, blickt seine Fratze spöttisch. Wir sind Piraten, nicht wahr? Was bedeutet unser Ehrgefühl und unsere Treue? Ich könnte einfach gehen und ihn hier lassen. Er ist ja nicht unglücklich in der hölzernen Verschlungenheit seiner Braut. Ich gehe nicht, sage ich wieder borstig. Aber ich bin nicht der Grund dafür. Ganz recht. Soll ich wirklich die Mangroven vermissen? Soll ich auf einem Pram durch die Flussdelta starksen? Soll ich Fischern ihre Beute wegnehmen und Händlern ihre Kisten, unwürdigen Söhnen und Tochtern das Yalayat? Ich spucke ans Wasser. Es hat Blut geregnet heute Morgen. Der Geruch hängt immer noch in der Luft. Roch das faulige Wasser zu Füßen der Mangroven wirklich besser? Was habe ich hier? Und was hatte ich dort? Ohne Dabuktar sind wir nichts. Mit ihr und meinem Bruder könnten wir so viel mehr sein. Aber Palligan wird für seine leeren Versprechungen bezahlen. Wollte er meinen kleinen Zwillingsbruder nicht herausholen? Stattdessen droht er, ihn zu vernichten, Dabuktar an sich zu reißen. Zur Not werde ich jedoch auch sein Blut auf den hölzernen Plank verteilen, werde es ihr zu trinken geben, ihr und meinem Bruder. Kurs Nordost, gellt meine Stimme bis zu Shahin und seiner verdrehten Gehölz hinüber. Er gehorcht, und in meinem Kopf lacht er. Was weißt du schon, kleiner Bruder? Was weißt du schon, wie man im Holz sitzt? Alles, was du nicht weißt. Ihr habt das verfluchte Edas erreicht. Auf den Spuren der sieben Gezeichneten von Charypso gen Eltair habt ihr die Gastfreundschaft des Magiergrafen gebrochen und ihn niedergeschlagen. 2 Tage zuvor habt ihr mit der Geißel des Südmeers einen Pakt geschlossen. Dagon Lolona stellt die Kampfhandlung gegen euch ein und wird am Ende, hoffentlich gemeinsam mit euch und dem Bund der Wogen, gegen die Auserwählten von Charyptero ziehen. Nun jedoch müsst ihr zunächst gegen die Sklavenfänger und Wachemänner aus Edas kämpfen. So beginnen wir. Nun? Und greifen, und wie machen wir es laut, leise? Aber mir, ihr könnt uns nicht zufällig ein Loch in die Stadtmauer brennen. Natürlich könnte ich das. Es würde mich zwar den Rest meiner Astralkraft kosten, aber ich könnte es machen. Dann, Jalan blickt sich einmal nach links, einmal nach rechts über die Schulter um. Also die Hausbahn dann jeweils. Nun, Stadtmauer scheint dort lang am nächsten zu sein. Ich schlage vor, wir bewegen uns unauffällig dorthin, brennen uns raus und sind von dann. Hoffen wir, dass die beiden, die reingekommen sind, die einzigen, die gewarnt wurden. Nun. Die anderen auch noch nicht Bescheid wissen. Können wir es nicht einfacher machen? Ihr legt, ich weiß nicht, eine Illusion über diesen Magiergrafen und wir spazieren zum Tor hinaus, so als ob nichts gewesen wäre. Und wenn die Illusion auffliegt, stehen wir inmitten der Stadtwachen. Nun, dann kann Abel mir immer noch das mit dem durch die Stadtmauer brennen machen. Die Stadtmauer ist am Rande der Stadt, nicht mittendrin. Ganz recht. Ich bin auch für einen unauffälligen Weg. Je weniger Lärm wir verursachen, desto besser ist es. Ich denke, hier entlang. Und dann zeige ich nach, warte kurz, niedriges links, nach links. Gebt mir noch einen Augenblick. Ich habe meine Waffe gleich fertig geladen. Irgendwie muss das Pulver nass geworden sein. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die nicht geschossen hat.
Während euch so ein bisschen panisch noch umblickt, auch die Wachen sowohl auf dem kleinen Platz analysiert, als auch in den Ausgängen, den Fluss, der vor euch liegt. Da könnt ihr sehen, zwischen einer der Baracken, die heruntergekommen aussieht, tritt eine Gestalt auf den Platz und dann an die Brücke heran. Und es handelt sich dabei um Samuel von Edas. Der, den ich gerade auf der Schulter habe? Du blickst auf deine Schultern und siehst einen abgewrackten Bauern? Irgendein Sklaven, der auf deiner Schulter liegt. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Wie weit ist er entfernt? 26 Meter. Na, dann kann ich ihn nicht psten. Schade. Ja, einer der Sklavenfänger tritt so ein bisschen von der Brücke weg, guckt so ein bisschen ungläubig zu dem Magiergrafen, zu euch, und scheint das erstmal nicht ganz mitzubekommen. Abelmir? Ja? Gehen oder bleiben? Jetzt ist die Entscheidung. Wir sind so weit gekommen, wir können nicht gehen. Die Zeit für Höflichkeiten sind vorbei. Ich knie mich nieder. Ich knie mich ab und wälze den scheinbar Nicht-Magiergrafen von meiner Schulter und lege ihn hin. Und dann komm ran auf eine Armlänge. Einer von euch gegen einer von mir. Auf ihm? Wärst du wohl so nett, dem Mann ein wenig Verstand einzuprügeln? Naja, denkt ihr nicht, dass das eher so ein Magier-gegen-Magier-Duell ist? Ich wollte immer schon mal Abelmir sehen. Ja, Abelmir, das wäre jetzt eure Chance, euch zu profilieren. Schön, dass ihr das jetzt sagt. Naja, ja. Ich bringe ihn auch wohl um, aber ich denke, das ist doch eher was für dich. Wie meint ihr das? Einer gegen einen? Ich gegen euch? Wenn du es willst. Ich wollen tue ich es nicht, aber wenn es nötig ist. Was tust du mit dem Sklaven auf deiner Schulter? Wie gesagt, ich habe ihn gerade neben mir abgelegt. Okay. Seid ihr sicher, dass das nun der echte ist? Könnt ihr das überprüfen? Und es könnte sich hier, ich stupse den, der neben mir liegt, vorsichtig mit dem Fuß an, um eine Illusion handeln. Nehme ich an. Aber, und was weiß ich schon. Womit hattet ihr eure Klinge? Ich gehe nicht davon aus, dass es sich um eine Illusion handelt, als ich ihn vorhin angesehen habe. Mit meinem Odem. Bortax, finde es heraus. Aber mir, kauf uns Zeit. Ja, gut, dann mache ich einen Odem auf den Bauern. Lass mir Zeit. Geht jetzt unten im Glück trotzdem recht schnell. Während Abelmir sich da unterhält mit dem Magiergrafen. Gut, du trittst so heran. Ich würde sagen, ich gehe, überschreite langsam, aber sicher die Brücke. Gut. Ja, die anderen lassen sich auch heranschreiten und dann stehst du auf der anderen Seite, während er dir dann zunickt. Er hat einen Stab, wie es sich für einen Magier gebührt, in der Hand. Und legt dann seinen Umhang ab, der ihn doch leicht als Horasier ausweist. Vielleicht sogar. Zumindest versucht er, einen Horasier zu mimen. Gut, dann würde ich schummeln. Wie es eine Art ist. Gut, dann Initiative. Von allen oder nur von den beiden? Erstmal von den beiden. Okay. Die anderen, genau, wir haben hier schon ein kleines Tableau. Wir tun den Magiergrafen auf die 18. Und du musst ansagen, was willst du tun? Ja, ich sage, ich speise meine Kraft in meine linke Armschiene. Ja. Hast du die nicht letztes Mal schon aktiviert? Nein. Okay. Und dadurch steigt meine Energie um 10 Punkte an. Okay. Dann kannst du dich verschieben. Und ich müsste eigentlich handeln, ne? Dann gehe ich doch mal einen Schritt auf dich zu. Eine Aktion, 6 Schritt und stehe vor dir. Ja, zieh mal einen Säbel und greif ihn an. Gut, das heißt, du möchtest vorziehen? Genau. Ja, alles klar. Ja, meine Attacke steckt in dem Fall auch um 10 Punkte. Mhm. Ich würde es umsetzen in einer 5er Finte und 5er Wuchtschlag. 5er Finte, 5er Wuchtschlag, alles klar. Er pariert nicht. Okay. Ich würfel mal, ob es klappt trotzdem, also wie auch immer Kelsey schafft. Trefferpunkte. Sechzehn Stück.
ins rechte Bein. Da er nicht reagiert? Er reagiert nicht, nein. Das ist seltsam. Also er hat nicht pariert, aber als du ihn triffst und ja, du siehst, wie wohl Teil seines Beins aufreißt und mittlerweile wohl Tentakel zu erscheinen kommen. Und diese Tentakel hieben jetzt nach dir, und zwar ausgiebig dreimal. 1, 2, 3. Dämonen patzen nicht. 14, 12, 3. Gelungen, gelungen, gelungen. Darf ich jetzt noch ausweichen? Einmal. Frei, ja. Ich habe eine Attacke geschlagen, kann dann ausweichen und parieren, oder? Und du hast einmal dein Artefakt aktiviert. Trifft ja nur zweimal. Ah, okay. Oder nicht? Das eine ist ja nur eine Bestätigungswürfe für den Patzer. Genau, kein Patzer, du hast recht. Dann nehmen wir nur die ersten, dann nehmen wir nur die 8 und die 10. Entschuldigung. Wird aufgepasst. Das sind 8 und 10 Trefferpunkte, wohin? Musst du mal selber würfeln, bitte. Okay. Beziehungsweise ich habe ja noch einen für den Kampfmagier. Und während Beutax erkennt, der Sklave, den Jalan eben fallen gelassen hat, ist weiterhin stark magisch. Nicht fallen, ich habe ihn abgelegt. Abgelegt, ja. Und es liegt sogar noch etwas mehr Magie. Wenig, aber etwas mehr Magie auf ihm. Er ist immer noch magisch. Das ist er. Ja, großartig. Ich mache mich daran, das dauert vermutlich eine Kampfrunde, ihn wieder aufzuladen. Mhm. Mit was habt ihr eure Klinge präpariert, Jalan? Kann es sein, dass sein Geist noch wach ist? Laufgift. Ich nehme es an. Ich weiß nicht über Magie. Nicht genug. Gut, nächste Kampfrunde. Der Quetzlinger greift dich 4-mal mit seinen Tentakeln an. Ich würde zurückweichen. Möchtest du einen fliegen oder was? Nein, ein Guardiano wirken. Ah. Oh, fragen wir so um. Ist jetzt eine Metafrage, ich gebe es zu. Weiß ich, dass ein Quetzlinger ist? Also er ist gerade aufgebrochen und er sieht nicht mehr menschlich aus. Er verfügt über Tentakel. Er ist nicht mehr der Magiergraf. Wir hatten schon mit Quetzlingers zu tun. Nein, wann denn? Namenlose Tage. Richtig, auf jeden Fall namenlose Tage. Ah, richtig. Dann würfel mal bitte eine Magiekundeprobe und sie ist erschwert um Beschwörung plus Beherrschung sind halbiert, ne? Ja. 16 und 18, 24 halbiert sind 12. Also eine Magiekundeprobe plus 12, um den Quetzlinger wiederzuerkennen. Ist Erkennen nicht einfach stark Beschwörung erschwert? Ach, egal. Mir kommt dieses halt bekannt vor. Differenz wurde sonst immer genommen, aber okay. Reicht. Du erkennst ihn als Quetzlinger wieder. Gut, dann würde ich einen Guardianer wirken. Einmal für kurze Zauberdauer und die Variante Schild gegen Dämonen. Mhm. Heißt plus 3 aus der halbierten Zauberdauer. Schild gegen Dämonen wird nicht halbiert. Aber die plus 3 werden, Quatsch, die plus 5 werden halbiert, also plus 3, also plus 6 insgesamt. Ich muss gerade gucken. Du bist, wie viele Aktionen über mir? 26, 8. Ja. Das reicht. Das reicht. Ist gelungen, ja. Ich habe ja 4 Aspirin-Schrecke vorher gesagt. Ja, wie viele Schuldpunkte? Lass mich kurz überlegen, das ist doppelte ZFP, also 5, 10, 14. 14 Schuldpunkte? Exakt. Gegen Dämonen? Gegen Dämonen. Na gut, dann das deine erste Aktion. Du kannst deine zweite noch vorher rausbringen. Vielleicht vergleichende Körperkraftprobe, weil einer von beiden wird jetzt weggedrängt. Ja, finde ich okay. Machen wir eine vergleichende Körperkraftprobe. Ich muss gerade mal nach denen von einem Quetzlinger gucken. Steht bestimmt nicht drin, nee. Sein Gefahrenwert ist 14. Dann hat er wohl 14, ja. Naja, oder so viel wie der Muskeltonus von der imitierten Person ist. Ich glaube nicht. Ja, ja. Es ist ja nur eine Illusion. Ich glaube, selbst wenn durch Paraphysikalität wäre das wieder ausgehebelt. Ja, gut, okay, Paraphysikalität. Ich hoffe, schon meine Körperkraft. Genau, mach einfach mal. 6 ist schon mal gut. 19, dann fällst du hin. Okay, meine Gradiane wirkt ja trotzdem weiter. Ja, das ist richtig. Abstand waren, was ist das, 2 Meter oder? Der Gradiane hat eine Reichweite von 3 Schritt Radius. Gut, dann fällst du auf alle Fälle einen Schritt zurück und liegst erstmal auf dem Boden. Dann kommen meine 4 Attacken. Gegen den Gradiane treffe ich automatisch.
1, 2, 3, 4 sind 2 Schildpunkte, 2, 2, 2. Also 4 mal 2 sind 8. Sind 8. 6, 6 übrig. Genau, gut. Dann, du bist hingefallen, verlierst, ich weiß nicht, 4 oder 1W6? Wie viele Initiative verlierst du? Ah, ist eine gute Frage. Aber hinfallen ist normalerweise 2W6. Dann machen wir 2W6. Wow. Sehr gut, 12. dann bist du auch wieder auf der 14. Ja, yep. Genau. Gut. Bernard blickt gerade von seinem, von wieder auf, als er den Bauern aufgeladen hat, sieht das, knurrt und rief ihn zu Raphim. Hol ihn da raus. Ja, ich gehe ja schon töten. Ja, und das halte ich bereit, uns zu decken, aber vorher noch nicht, ja? Ich würfel erstmal meine Indie, bevor ich irgendwas sage. Kann ich eine Aktion Taktik machen? Kriegskunst? Für alle außer Abel mir, denn der hört mich ja nicht. Ja, kannst du. Okay, das ist ein Wissenstalent. Ist das irgendwie modifiziert? Ich würfel erstmal. Ich würde derweil gerne eine Probe auf Wettervorhersage machen. Ich würde nämlich gerne. Nein, ich würde gerne wissen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit gegenwärtig ist. Ah, okay. Dafür haben wir auch eine Tabelle. Okay, die Sinnipunkte verteilen sich einfach gleichmäßig auf alle, nicht wahr? Maximal 6 und für jeden, der einen positiven Wert in Kriegsmonster hat. Alle anderen sind davon nicht betroffen. Du kannst dir selber keine Punkte geben. Genau, ja, das auch. Also ich baller einfach alle auf Raphim, die ich darf, und der Rest verteilt sich dann gleichmäßig, denke ich. Du musst komplett gleichmäßig verteilen. Ach, ich muss gleich. Okay, dann ist es ja sowieso egal. Wir sind. Warte. Voltax, hast du einen positiven Kriegsführungswert, also mindestens 1 im Kriegsführungswert? Ja, natürlich. Okay. Okay, wir sind 5 Leute, ich habe 15 Punkte, das macht einfach 3 für jeden. Ach, ihr seid 4 Leute, ich habe 15 Punkte, das macht einfach 4 für jeden und 3 für Voltax. Der Hund ist auch noch da. Der Hund zählt der nicht. Der Hund hat keine Kriegskunst. Ja, genau. Kekala hat keine Kriegskunst, aber Kapok hat eine. Okay, dann kriegt Tara halt noch 3 Punkte. Also 3 für jeden einfach. Fertig. Gut, dann kann Raphim rüber marschieren. Und ich bin vor Abel mir dran. Ich würde vorziehen und zwar 1, 2, 3, 4 Mal. Tentakel, ich treffe wieder automatisch. Schauen wir mal. 1, 2... Na gut, du kannst ja nicht 4 Mal vor ihn vorziehen. Je nachdem, wie viele Inni er hat. Das ist richtig. Ich würfel einfach 3 Mal. Ich weiß ja nicht, wann deine Inni-Phasen kommen, weil du darfst ja 4 Mal angreifen. Das weiß ich nicht. Richtig, ich würde einfach sagen 4, 4, 4 immer. Ja, okay. Bis du da bist, kann er bestimmt 4 Mal angegriffen haben. Also ich habe auf alle Fälle jetzt vor meinem vierten Angriff habe ich den Schild zerstört. Ja, dann müssen wir noch 3 Schritte entfernt immer noch. Ja, dann kann ich eine freie Aktion Schritt machen und dann kann ich dich hauen. Aber ich muss gerade mal schauen. Also ich habe... Genau, also mein erster kam auf der 18, der nächste kam auf der 14, dann auf der 10 und auf der 6 würde dann der nächste kommen. Also du kannst auf alle Fälle handeln, aber dein Schild ist dann gleich zerstört. Das kannst du schon sehen. Ich würde nochmal gleich wirken, noch ein Gradient-Zauberschild. Ja, gut. Gleich Spiel. Schild gegen Dämonen, verkauft Zauberdauer. 4 plus 6. Und wieder 4 ASB im Mundgefeuer ansagen. Der Gradient ist so dumm. Diesmal ist er wirklich besser. Das sind 22 und 26 Schildpunkte. Gut, dann kannst du sehen, wie sich über dir eine gigantische Steinplatte materialisiert. Und sie fällt runter. What? Das ist der Betonesel, der dir sagt, lass das. Ja, ich kann mich nicht wehren, ich bin nur noch am Boden. Richtig, genau. Also er hat jetzt seine vierte Aktion, hat er dann einfach... nicht benutzt, um zu tentakeln, sondern einfach um andere Dinge zu tun. Du siehst eine ungefähr 2x2 Meter, ziemlich dick aus Stein und die würde ich jetzt gleich zermanschen. Du bist tot. Darf er nicht eine Sinnesschärfe-Probe? Genau, okay, wenn es eine Illusion ist, dann ist ja, natürlich. Sinnesschärfe. Also, es ist erst eine Sinnesschärfe und dann eine Selbstbeherrschung, oder? Nee, Moment, ich guck mal nach. Beim Aorus Nasus, da gibt es da spezielle Regeln für. Ja, das ist die Regel. Genau. Erschwertung Realitätsdichte, aber würfel doch erstmal, damit wir wissen, ob wir überhaupt noch schauen. Okay, eine Realitätsdichte von einem Quetzlinger. Das steht, glaube ich, auch nirgendwo. Natürlich nicht. Es ist ja jetzt so viel verdammt, oder? Ich muss gerade gucken. Ich hätte auf alle Fälle von 18. Also, keine Ahnung, ob das kommt. Erkennen würde er das auf jeden Fall. 18. Okay, ja. Hier, fast alle Illusionen haben eine Basis-RD in Höhe von ZFP-Stern halbe plus 7. Plus 7, wow. Okay. Tattoo wie halber, aber nur vorhin nur.
Ja. Er müsste 22 ZFP-Sterne auf den. Wir können seinen Gefahrenwert als ZFP annehmen. Ja, genau, das ist die Regel für Dämonen. Ja, 7+7=14. Erkennt er zumindest die Illusion. Aber um nicht davon beeinflusst zu werden, ist trotzdem eine Selbstbeherrschungsprobe plus Realitätsdichte. Also 14 förderlich, die 1W6 Ausdauerpunkte kostet. Also so eben vorgelesen. Warte, nein, ZFP-Stern halbe plus 7. Also wenn seine ZFP-Stern 14 sind, halbieren wir die auf 7, ja, plus 7 macht 14. Gut. Nach Adam Riese. Ja, dann müsstest du. Denn er kann davon schaden. Er kann davon nämlich Ausdauerschaden nehmen, wenn er sie nicht wegignorieren kann. Ja. Dann ist das jetzt Ausdauerschaden, den du bekommst. Und höchstwahrscheinlich so eine Steinplatte würde dich töten. Hier, bis zur RD15 bleibt ein Zehntel der Schadenspunkte zurück. Ein Zehntel? Ja, aber das ist, wenn die Illusion abgeklungen ist. Solange die Illusion wirkt, kriegt er die vollen Schadenspunkte. Bis zur Hälfte maximal. Er denkt, er kriegt die vollen Schadenspunkte. Ja, also du bekommst immer die Hälfte, weil du vorher ohnmächtig wirst. Ich stirb, dann hält euch eine Illusion, bitte für RD Kampfrunden ohnmächtig, also 14, falls er direkt sterben sollte, muss nachher wachen die Hälfte der imaginären SP als echte SP anrechnen. Genau, das ist das, was ich sagte. Er bekommt die Hälfte seiner Lebenspunkte als Schaden. Gut. Kann ja noch handeln, diese Runde. Also Abelmir nicht mehr. Abelmir, du siehst, wie eine gewaltige Steinplatte auf dich zukommt. Das kann gar nicht sein. Du weißt, die war eben noch nicht da. Aber bevor du irgendwas tun kannst, du hast noch das Stapfen von Rafim hinter dir, da zermalmt dich der Stein und du bist tot. Kann ich 19 Meter in einer Runde komplett laufen? Genau, das ist eine Aktion Rennen für GS mal 2 oder auch GS mal 3. Jetzt einfach über Abelmir, Freunde. Okay, dann bin ich soweit fertig mit meinen vielen Aktionen. Du hast zwei Aktionen bist du gelaufen. Nächste Kampfrunde. Ja, ich möchte das Vieh hauen, wenig überraschend. Ja. Ja. Wie hoch ist seine Ini? Höher als meine, ne? Ja, korrekt, Gott sei Dank. Du kannst aber auch sehen, er möchte auch gerne umreißen. Er kann das. Machst du Aktion Position und schlägst ihn dann oder machst du einen Sturmangriff? Nee, ich bin ja letzte Runde gelaufen. Jetzt stehe ich halt vor ihm. Hättest du auch einen Sturmangriff machen können, oder? Ja, aber Abelmir ist halt im Weg. Stimmt. Also klar kann man sagen, Abelmir liegt auf dem Boden, aber das finde ich Blödsinn. Du kannst die Steinplatte auch sehen, ne? Also die ist ja für alle gewesen. Ja, aber die liegt jetzt ja für mich auf Abelmir und ich stehe vermutlich auf der Steinplatte. Ja. Also das geht ja nicht, denn die Steinplatte ist ja nicht da. Doch. Ja, aber für mich ist sie doch da. Ja, doch, wenn er die Selbstbeherrschungsprobe nicht schafft oder die Sinnesschärfe, dann ist sie für ihn da. Ja, klar, aber er kann nicht in der Luft stehen. Doch. Er steht ja nicht in der Luft. Illusionäre Leiter benutzen. Genau, das ist... Kannst du illusionäre Leiter benutzen? Kannst du, wenn die Realitätsdichte. Wenn du selber nicht weißt, dass es eine illusionäre Leiter ist, dann können andere Helden sie benutzen, ja. Vor allem kannst du die Komponente Haptik hinzufügen, darum. Das geht tatsächlich. Okay, Punkt ist, ich sage einfach so zu Lamin und Boltax, hier, ihr beide, seht mal, dass ihr den Weg nach hinten findet, ja? Ja. Okay, ich kann ja mal zur Belustigung aller die Sinnesschärfe würfeln und gucken, ob ich erkenne, dass das eine Steinplatte ist. Ja, sie ist nur ein Schwert um 14. Ja, nicht. Ja, also sieht verdammt stark nach einer Steinplatte aus, würde ich sagen. Ich greife jetzt das Ding an. Aber sie ist tot. Bisschen Schwund ist immer. Ja. 7er Wuchtschlag, weil, komm, kein Geiz. Ja, er pariert nicht. Hab ich mir fast gedacht. 7er Wuchtschlag. Du bist chorheilig, ne? Dann ist das, ich muss gerade mal gucken. Eigenschaften, Existenz, Gestaltwandeln, Regeneration, Tarnung. 23. Ich weiß gar nicht, hat Dämonen überhaupt eine Zone? Nee, im Prinzip nicht, oder? Aber sie kriegen keine Wunden. So, 23 ja. LEP weniger. Er hat einen Rüstungsschutz von 4. Dann sind das 19 SP. Ich brauche 8 Aktionen, bis ich das nächste Mal handeln darf, richtig? Ja, wir können gerade mal gucken, wo bin ich? Ich bin auf der 18. Jetzt einmal vor mir dran. Ja, dann mache ich wieder Tentakel auf dich. Der Guardianum ist weg. Nein, der Guardianum wollte trotzdem. Ist das nicht aufrechterhaltend? Nee. Nö. Ich meine, ich glaube drei nicht. Drei Schritt Radius um den Guardianum, um mich rum sind nochmal da. Ja, Wirkungsdauer, bis die aufgewendeten ASP aufgezehrt sind, maximal eine Spielrunde. Also du musst sie nicht aufrechter. Okay, ja. Nope. Gut. Schade, dann muss ich den Guardianum wieder. Wie viele sind da? Wie viele Schrittpunkte? Wir hatten 22. 26 gesagt, genau. Okay, 26. Dann geht er tatsächlich einen Schritt zurück. Zwei Schritte zurück. Du kannst ihn Passier schlagen. Ja, machen wir.
Treff ihn halt auf jeden Fall. Ja, Schaden. 17 10. minus 4 sind 13. Und weiß ich nicht, verliert er Initiative? Ja, auch wenn er ein Dämon ist, verliert er trotzdem. Ja, 1W6 bei Treffer auf Passierschlag. Ja. Dann verliert er eine Initiative, ist bei der 17. Ich habe ja mehr Indie als er, was will er denn tun? Er wartet, bis du ihn angreifst. Also gut, sonst ansonsten müsste er es halt parieren, wenn du nicht auf ihn zukommst, aber er könnte auch frei rumwandeln. Ja, dann geh halt dahin und box ihn. Ich laufe wie eher freie Aktion und bin dann wieder in seiner Schlagreichweite. Weil gut, dann bist du aber auch außerhalb des Guardianums. Ja, das ist mir schon klar. Ja, wieder 7er Wuchtschlag, komm, kein Geiz, gib ihm. Oh, ich schaff's nicht. Du schaffst es nicht. Hast du nicht noch ein Chip? Dann hast du eine 7er Erschwernis. Warte, es ist. Ich glaube, ich chip direkt, komm. Schade. Ich würfel gerade mal die Regeneration. 6. Oh, fick. 6. Du hast das jetzt geschicksalspunktet, ne? Ja. Gut, dann 19. Bekommt er nochmal 19 minus 4 sind 15 SP.